Oh, bist du gegen irgendwas allergisch? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch. Ich freue mich, dass du da bist zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Heute starte ich mit einem neuen Wimmelbild, weil gestern ja Truefield zu Ende gegangen ist. Ist heute ein neues dran, und zwar Grimmige Legenden 2. Den ersten Teil habe ich schon gespielt und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf den zweiten und starte gleich rein in ein neues Spiel. Ich erhielt einen Brief eines Königs aus einem fernen Land. Sei gegrüßt, Heilerin. Euer Können ist nah und fern gepriesen. Deswegen möchte ich euch um eure Hilfe bitten. Ich habe bereits jeden Arzt konsultiert, doch bisher konnte ich das gewünschte Heilmittel nicht finden. Meine Königin hat noch nie ein Wort gesprochen. Ich liebe sie mehr als alles andere auf der Welt und sehne mich danach, endlich die Klänge ihrer Stimme zu hören. Mensch, geht der Text schnell. Hallo, meine Liebe. Ihr seid die Heilerin, nicht wahr? Mein Sohn, der König, erwartet euch bereits. Ich möchte euch mit auf den Weg geben, dass seine Frau ihm die Welt bedeutet. Ihr seid angekommen. Meine Frau muss unseren Sohn zum Schlafen legen. Ich bitte euch, sie zu untersuchen, sobald ihr euch eingerichtet habt. Sicherlich wird euch eure Unterkunft gefallen. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Ja, erklär mir mal das Spiel. Sprich mit Charakteren. Ihr könnt den Tisch verwenden, um eure Tränke zu brauen. Nachdem ihr es euch bequem gemacht habt, werde ich euch zur Königin bringen. Verwende einen Tipp, wenn du nicht weiter weißt. Er muss sich allerdings erst aufladen. Hebe Objekte auf. Verwende Objekte, um zu interagieren. Federn weisen auf eine Wimmelbildszene hin. Untersuche den Bereich. Finde alle Einzelteile des Objekts. Interagiere mit Objekten. Das mache ich. Ah, und jetzt habe ich hier unten das, was ich suchen muss. Dann suche ich mal, so schnell ich kann, die Teile zusammen. Ich mag die Wimmelbilder von Artifex Mundi insgesamt sehr gern. Der Stein ist da oben. Wie kann ich das schmelzen? Kann ich die... Oh, guck mal, da ist auch noch was. So, ach, die Kerze einfach anzünden. Okay, das geht natürlich auch. Und die Linse noch. Und dann fehlt da noch so ein... Ha, wo ist das denn? Wo ist es nur? Ich suche noch. Ich finde es schon. Ach, da hinten, guck. So. Ich mag die Wimmelbilder von Artifex Mundi immer sehr, sehr gern. Also, die machen mir immer sehr Spaß. Alle Enigmatis zum Beispiel gehört auch dazu ab, ne? Sehr gut. Ich habe eine Lupe bekommen. Nützliche Hinweise sind in meinem Tagebuch gespeichert. Finde heraus, welches deine Aufgabe ist. Okay. Bereite dich auf die Untersuchung vor. Untersuche die Königin. Ist meine nächste Aufgabe. Jetzt gucke ich mich aber hier erstmal um. Hiermit wird dem Träger dieses Schriftstückes gestattet, sich frei im Adlerkönigreich zu bewegen. Der Adlerkönig. Okay, das sollte ich vielleicht auch immer dabei haben, oder nicht, dass das da irgendwie mal Ärger gibt? Schwarze Magie ist strengstens untersagt. Okay. Keine Hexen, keine Raben, keine komischen Amulette, keine Frösche, keine Katzen. Okay, mit Wasser gefüllt. Und der macht so. Wo ist euer Schild, oh mutiger Ritter? Gesundheitsfanatiker, finde ein Siegel der Heilerin. Oh, davon brauche ich 31. Mal gucken, ob ich die alle finde. Na, was habe ich hier denn? Ein Kelch. Und Socken. Und ein Schuh. Unter der Truhe muss ich etwas verbergen. Der Boden hört sich hohl an, wenn ich darauf klopfe. Aber das kriege ich nicht auf. Da brauche ich bestimmt dieses Siegel. Denke ich mal. Habe ich hier sonst noch was? Da ist nichts. Das habe ich da. Kann ich da... Warte mal. Ich mache mal das Inventar zu. Nee, das geht nicht. Schade, das hätte ich gerne ausprobiert. Ist hier noch was? Ah, was ist das denn?
Mein Rezept für einen Beruhigungstrank. Okay, das brauche ich ja jetzt eigentlich noch nicht, einen Beruhigungstrank. Oder bin ich so aufgeregt vielleicht? Ich rede mal mit ihr, dann kann sie mich zur Königin bringen. Follow me, please. Bitte hier entlang. Reise zu einem anderen Schauplatz, das mache ich. Jetzt lass mich hier erstmal gucken. Ich nehme erstmal den Kelch mit, bevor ich Grüß Gott sage. Mit diesem Beil brach der König die Tür des brennenden Hauses ein und rettete seine zukünftige Gemahlin. Sicherlich hatte das Schicksal seine Finger im Spiel, denn als er sie hinaustrug, flogen 7 Schwäne über das Paar. Viele sagen, dass es göttliche Fügung war. Verschlossen. Na gut. Was ist hier noch so? Da ist noch eine Tür. Na, ich rede mal mit ihr. Bitte untersucht die Königin. Sie scheint sich unwohl zu fühlen. Sie schläft sehr friedlich. Schicker kleiner Kerl. Warum sie? Es bestimmt, ne? Das Baby. Oh. Sieht aus wie eine allergische Reaktion. Vielleicht gegen Giftefeu? Oder Eiche? Oh, bist du gegen irgendwas allergisch? Ich hatte früher Allergie gegen Ananas. Das ist irgendwann aber weggegangen. Gott sei Dank, weil ich mag Ananas sehr gern. Ich brauche meine Lupe. Ich glaube, dass die Königin unter Schlafentzug und Stress leidet. Die Königin hat einen seltsamen Ausschlag auf ihren Händen. Ihre Augen sind immer blutunterlaufen. Was ratet ihr? Die Königin muss sich, bevor ich weitere Untersuchungen vornehme, ausruhen. Ich stelle einen Beruhigungstrank für sie her. Nur keine Eile. Die Königin wird euch in ihrem Gemach empfangen. Na gut. Aufgabe gelöst, neue Aufgabe. Bereite den Beruhigungstrank für die Königin zu. Na gut. Kann ich hier noch was mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Gemach der Königin. Ich habe. Ist das die Karte? Ja, hier ist was zu tun. Ich mag das immer gerne, über die Karte zu reisen, ne? Hier kann ich jetzt aber Wasser reinfüllen. Siehste, ein Krug mit Wasser. So, aber was muss ich jetzt hier machen? Einen leeren Krug zu einem vollen Krug machen. Das habe ich hingekriegt. Zweitens, Feuer unter dem kleinen Kessel anzünden. Wenn ich den Trank herstellen würde, muss ich zuerst frisches Wasser finden. Du kannst ein Minispiel überspringen. Allerdings muss ich die Überspringen-Funktion erst aufladen. Das will ich ja gar nicht. Ich will das ja schon probieren. Also, und wenn es mir zu schwer ist, kann ich es immer noch überspringen. Dann, diese grüne Paste muss 2 Striche haben. Also 2 Striche grüne Paste. Ich habe jetzt 1 Strich. Kann ich den schon mal da reinmachen? Ich muss 2 Teile hinzufügen. Ah, dafür sollte ich den Abfluss verwenden. Okay. Ah, warte mal. Ach Gott, sowas kann ich immer nicht. Na, jetzt sind da ja 5 Teile drin. Und jetzt habe ich hier 2 Teile drin. Tada! Gut. Das habe ich jetzt. 4 Teile mit Wasser. 4 Teile. Das sind 5. Das sind 3. Das muss ja hier drin sein. Und 3. Da habe ich jetzt 1 Teil. Ein Teil. 3 plus 1 sind 4. Aje. Oh, ich habe vergessen, die Kräuter hinzuzugeben. Oh, das geht natürlich nicht. So. Jetzt aber.
Ta-da-da-da! Schön rühren, rühren, rühren. Und jetzt kommt hier mein Kelch. Und den kann ich zur Königin bringen. Sehr schön. Guck mal, sogar mit Kirschchen. Das ist ja cool. So, hierhin in die Gemächer. What is that? Was ist das? Beruhige die Pfauendame. Zum Glück steht sie bloß unter Schock. Hier könnte der Zaubertrank helfen. Thank you, dearie. Danke, wie schrecklich. Bitte, begebt euch in das Gemach der Königin und sagt mir, dass es meinem Enkel gut geht. Ich rufe die Wachen. Neue Aufgabe. Oh, das ist ja echt... Die Tür ist verschlossen. Ich muss sie irgendwie öffnen. Jemand hat einen Teil des Bildes entfernt. Gut, dann muss ich da noch warten. Da kann ich da wohl noch nicht viel mit werden. Jemand hat das wundervolle Band zerrissen. I'll write it down. Ich notiere es. Warum hat jemand diese Zeichnung hinter der Tapete versteckt? Das weiß ich auch nicht. Okay. Ha. Verschlossen. Kann ich das hier nicht irgendwie... Ich hab ja auch nichts. Ach Mann. Gib mir doch mal irgendwas hier. Ah. Hält sie mir dahin? Ich nehme das einfach nicht, wa? Okay. Jetzt aber. Mit brachialer Gewalt. Yay, ich liebe Wimmelbilder. Da kann ich immer brachiale Gewalt machen. Badam. Badam. Okay. Nein, das Baby. Das wurde entführt. Someone was just in here. Jemand war doch gerade noch hier. Ob ich schon Wahnvorstellungen habe? Nein, nein, nein. Ich bin mir sicher, was ich gesehen habe. War es vielleicht Magie? Was ist hier denn? Eins ist klar, sie sind nicht essbar. Die junge Königin fühlt sich nicht mit der Schwiegermutter verbunden. Was für ein Glück, sie ist bloß bewusstlos. Die Königin ist bloß bewusstlos. Mit schwarzer Magie sollte ich mich besser nicht einlassen. Wie ich sehe, liebt die junge Königin das Webhandwerk, aber warum verwendet sie anstelle von Wolle Kräuter? Das ist ja merkwürdig, ne? Eine schwarze Feder? Die zerrissene Decke aus der Wiege des Babys. Was ist das denn? Anscheinend zählt jemand die Tage bis Hemden? Das ist ja alles merkwürdig. Keine Menschenseele könnte von hier springen und diesen Fall überleben. Ein kleines Mädchen und 7 Schwäne? Ein Teil des Bettrahmens fehlt. Das ist es aber nicht. Nein. Das muss ich woanders zum Einsatz bringen. Hier fehlt etwas. Das gehört da auch nicht rein. Nein. Das sieht man schon, dass das nicht passte, ne? Was ist das hier noch? Eine Fackel. Was ist das noch? Ein Haken.
Das sieht ja echt alles ein bisschen merkwürdig aus. What is it you found? Was habt ihr gefunden? So? Ach ja, was ist geschehen? Die Königin hat dies in ihren Händen gehalten. Lass mich mal schauen. Dark magic? Schwarze Magie? Du liebe Güte! Sohn, ihr kennt das Gesetz nur zu gut. Verhaftet die Königin. Die Königin ist unschuldig, doch selbst ist sie machtlos. Bitte, ihr müsst der Königin helfen. Sagt ihr, dass ich sie liebe. Hier, nehmt diese Blume. Es ist die Lieblingsblume der Königin. Somit gebt ihr zu erkennen, dass sie euch vertrauen kann. Findet den Durchgang zum Turm und schaut nach der Königin. Danach trefft euch mit mir im Garten. Ich bin etwas verwirrt. Der König ist von ihrer Unschuld überzeugt, aber die Beweise, dass hier Magie eingesetzt wurde, sind ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, das verwirrt mich tatsächlich auch. Allerdings würde ich sagen, bin ich gerne in der nächsten Folge weiter verwirrt. Und vielleicht bist du dann mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann, ciao, ciao, deine Damakash.